Laut Hanbali Rechtsschule ist der Muslim, der nicht betet, kein Muslim. Wenn er recht hat, sind dann alle nicht betenden Muslime Kuffar am Tag der Auferstehung? Oder ist man entschuldigt bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man einer anderen Rechtsschule gefolgt ist, die der Meinung sind, dass man immer noch Muslim ist? Ja, also laut Imam Ahmed und vielen der Hanabila und auch manchen der Malikiya ist derjenige, der das Gebet unterlässt, kein Muslim. Das heißt, alle diejenigen, die nicht beten, sind am jüngsten Tag mit den Kafara, mit den Kuffar, also mit den Ungläubigen im Höllenfeuer. Entschuldigt bei Allah, wenn man einer anderen Rechtsschule gefolgt ist, das ist für die Hanabila irrelevant. Das ist für sie egal. Ja? Das ist für sie egal. Wie gesagt, dieser Meinung folgen sie. Und dafür gibt es auch starke Beweise. Das ist genau wie wenn jemand den Islam verlässt. Durch Beleidigung Allahs, durch andere Kuffertaten. Da kann man auch nicht sagen, ja, aber wenn er eine andere Rechtsschule folgt, ist er dann entschuldigt. Nein. Aber die meisten Gelehrten sagen, dass wenn jemand das Gebet unterlässt aus Faulheit, dass er ein Muslim ist. Alle Gelehrten sind sich einig, wenn jemand das Gebet unterlässt und es ablehnt, dass er ein Kafir ist, der für immer und ewig in der Hölle landen wird. Aber bei demjenigen, der das unterlässt aus Faulheit, manchmal betet und manchmal nicht, da gibt es Meinungsunterschiede. Wallahu a'lam.